Ja, herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zur neuen Aufnahme des Farm Manager World Asia Update. Wir spielen heute gemütlich an unserer Kampagne weiter. Wir hatten beim letzten Mal ja so ein paar Fragezeichen, was das Thema Lagerung, Reis und wo ist der Reis hin und so weiter. Und auch die Mitarbeiter, die waren dann teilweise verschwunden. All das machen wir heute als Auflösung in dieser Folge und machen gemütlich weiter. Also lass uns loslegen, auf geht's. Ja, und willkommen im Spiel. Unsere fleißigen Helfer sind hier schon wieder auf unseren Feldern unterwegs. Ihr seht, wie die Bienchen sind hier am Arbeiten. Das ist sehr schön. Und die Tante Jin, die müssen wir auch mal erst besprechen, bevor wir uns der Thematik vom letzten Mal widmen. Die fordert von uns nämlich jetzt, dass wir das Ursprungsziel, was wir ja ganz am Anfang der Kampagne hatten, nämlich 10.000 Kilo Reis zu verkaufen. Das ist das jetzt, was sie fordert. Hier steht es so drin und hier oben übrigens nochmal das, was wir schon verkauft haben, nämlich 1.692 Kilo. Das ist also so unsere Hauptaufgabe. Ich habe auf Pause stehen, weil wir erstmal über die Dinge sprechen müssen, die wir beim letzten Mal so ein bisschen mit Fragezeichen versehen hatten. Und deswegen erstmal schönen Gruß an Thomas, der mir da auch sehr geholfen hat wieder. Ich weiß, Thomas, es ist dein Lieblingsspiel, mehr oder weniger, oder du spielst es zumindest sehr, sehr gerne. Ela hat auch damit angefangen und wir wollen alle voneinander lernen. Darum geht es dann auch, wenn das Spiel ist nicht ganz so untricky nämlich. So, es ging um Folgendes. Wir wollten Reis sammeln, nicht nur anbauen, sondern auch lagern. Wir haben hier 3 Reisfelder damals gemacht. Ist, glaube ich, immer noch, das ist auch noch. Naja, da ist jetzt diese Zwiebelmischung, genau. Reis und Zwiebel in der Folge, das war ja auch ein Teil der Kampagne. Fakt ist aber auf jeden Fall, dass wir jeweils 22.000 Reis, meine ich, waren es, auf den Feldern hatten. Wir aber nur 3 Silo für 15.000. Jetzt muss man nochmal, und da haben wir uns ja auch besprochen, Folgendes feststellen. Das Silo und diese Ressourcenbestellung des Silos brauchen wir nur, wenn wir irgendein Gebäude, wie hier zum Beispiel die Schweinefarm in der Nähe haben, die zum Beispiel Soja braucht. Ne, wenn wir das anklicken, sehen wir auch direkt, dass diese hier ihr Soja herholen. Ne? Die Möhren und die Gurken kaufen wir ja auf, aber das Soja stellen wir her, beziehungsweise lagern wir hier ein und die können es dann quasi von dort holen. Der Reis, der muss hier quasi gar nicht lagern. Wenn der geerntet wird, geht er zum Haus des Inhabers und von da aus werden wir es verkaufen. Und das ist ja auch, macht ja auch Sinn. Ja, also von daher, die Ressourcenbestellung hier einzustellen, macht keinen Sinn. Nur für alle Dinge, die im Umkreis da was von brauchen. Das ist erstmal die ganz wichtige Geschichte. Denn, und da war ja auch die Frage, wo ist der ganze Reis denn hin? Wenn es natürlich dann voll ist, beziehungsweise es keiner rüberschleppen kann, das ist natürlich dann irgendwann mal Thema der Logistik. Das dürfen wir aber, glaube ich, noch nicht machen. Hatte ich mir das beim letzten Mal schon angeschaut. Ich gucke noch mal ganz kurz rein. Nee, dürfen wir noch nicht machen. Wahrscheinlich müssen wir das auch noch erstmal freischalten durch die Kampagne an sich, aber auch wahrscheinlich erstmal schulen und so weiter, eine Schulung machen. Kommt alles noch. Aber das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Das haben wir bei dem Lateinamerika-Spielspann ja auch gemerkt, dass wir da diese Logistikgebäude ohne Ende brauchen, weil sonst wird nichts von den Feldern ins Haus gebracht und so weiter. Und wo es sonst überall hin soll. Also, kommt also später. Jetzt hier ist gerade nochmal ein Reisfeld am Ernten. Insofern, die Ballenpresse ist dabei. Wir haben aber insgesamt schon 4.000, wo habe ich es vorhin gesehen? Da 1.600. Wo hatte ich denn vorhin die 4.000 gesehen? Weiß ich jetzt auch nicht mehr. Wir gehen nämlich mal direkt auf Verkaufen und hauen das nochmal raus, was wir schon da haben. Denn da hatte ich auch noch einen Fehler gemacht. Ach hier, guck mal, da sind noch 7.200, die nicht direkt aus dem Lager verkauft werden können. Warte, bis das Logistikgebäude oder das Haus des Besitzers des Bauernhofs gebracht werden. Das, was ich gerade gesagt habe, steht nochmal auf Schwarz auf Weiß. Aber die 1.600, die können wir jetzt schon mal verkaufen. Und dann haben wir nämlich hier wiederum ein bisschen mehr schon verkauft. Das ist Ziel ja des Ganzen. Ja, und dann noch zum zweiten Thema, was ich auch falsch gemacht habe, was ich noch in der Aufnahme noch gesagt hatte. Ich glaube, in der ersten oder war es selbst in der letzten, dass wir hier diese Zeiträume komplett rausmachen müssen. Denn die Leute waren auf einmal weg und man braucht die Leute eigentlich immer. Sicherlich war am Anfang der Kampagne so, ich stelle es jetzt hier mal auf ganzjährig, war es so, dass wir den nur zu einem speziellen Zeitpunkt aufstellen oder einstellen sollten. Aber das könnt ihr echt knicken, macht es komplett rein. Man hat immer was zu tun. Von daher braucht man das und das passt schon. Die ja sowieso nicht, aber die 3, das ist auch ein festes, die beiden sind richtig jetzt eingestellt. Ja, wunderbar. Also auch das ist korrigiert. Und das dritte und letzte Thema erstmal noch ist das Thema der Automatisierung. Da habe ich auch einen Fehler gemacht. Wo war das? Automatischer Handel. Da habe ich quasi gesagt, kaufen bis, beziehungsweise verkaufen bis so und so. Ja, also von daher hatte ich dort 15.000, glaube ich, stehen und deshalb blieben die 15.000 immer da drin. Auch da müsst ihr aufpassen, was ihr hier einstellt. Also, das war alles, das wir aufgearbeitet haben und jetzt gehen wir wieder neu ran an das Spiel an sich. Wir starten mal mit großer Geschwindigkeit, haben aber direkt hier eine Fehlermeldung.
die ich direkt bearbeiten wollte, denn der Schweinestall oder die Schweineställe haben kein passendes Lager für die Gülle, die dann produziert wird oder für den Mist. Also da müssen wir uns jetzt drum kümmern und da gehen wir mal hier rein, denn wir haben ja hier einen Platz für Mist und hier haben wir ein Silo. Wo ist denn diese Gülle-Geschichte? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Da kann nur Mist gelagert werden, ne? Na gut, okay, das bauen wir mal als erstes. Muss natürlich auch in dem Umkreis sein, wo das jeweils ist. Und ich würde sagen, wir machen es hier direkt gegenüber. Da passt es auch sehr schön rein. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, drehen mit R, genau das, was nach vorne machen. Dann haben wir jetzt hier auf jeden Fall schon mal die Mistgeschichte. Bei der Gülle bin ich mir gar nicht mehr so sicher, aber die Fehlermeldung kommt jetzt auch nicht. Vielleicht ist da auch beides drin, aber eigentlich stand hier nur Mist. Nee, guck mal hier. Da ist beides möglich und hier muss ja die Ressourcenbestellung wieder eingegeben werden, denn die müssen ja wissen, dass sie das dahin bringen können. Ne? Also von daher ist das so, wie es ist, schon richtig und damit haben wir den Fehler auch erledigt. So, die Maschinenmeldungen, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, dass wir das teilweise natürlich auch alles manuell machen. Ich gehe zwar mal kurz auf das Feld, da habe ich auch manuellen Modus eingestellt, dann ist das alles in Ordnung. Gut. Okay, so, Tante Gin, jetzt müssen wir die 10.000 halt verkaufen, das ist Thema. Ne, hier sind auch teilweise schon wieder welche eingetroffen, das heißt, wir könnten schon wieder weiterverkaufen, damit wir auch mal ins nächste Kapitel kommen, denn da wollen wir ja dann auch hin. Und da seid ihr ja schon teilweise. Thomas hat es schon verraten. Du spoilerst nichts, ne? Also von daher immer gerne her mit den Tipps, die ich hier falsch mache, mehr oder weniger. Also von daher, wie vorhin schon gesagt, wir lernen voneinander. Guck mal, wir haben keinen einzigen Fehler. Das ist ja schon der Hammer. 4.492 Kilo verkauft. Wie viel von dem Reis, das wollte ich jetzt auch noch mal ganz kurz gucken, war denn noch unterwegs? Da 6.400, ja, dann sind wir die 10.000 ja auf jeden Fall drin. Ne? Und hier sollten jetzt eigentlich Zwiebeln angepflanzt werden. Genau, das war ja auch Teil der Kampagne. Einmal Zwiebeln, einmal Reis und so weiter. Müssen wir mal gucken, ob wir die Geschichte hier wachsen schon, die Zwiebeln, ob wir das nach der Zwiebelernte dann mal rausmachen und wieder was anderes hinmachen. Aber da wird uns ja die Kampagne auch irgendwann schon führen, würde ich mal sagen. Gut. Was läuft bald ab? Die Gurke läuft bald ab, okay. Können wir mal eben kurz gucken. Ne, die jetzt nicht, aber wo? Im Lager habe ich das, glaube ich, gerade noch wahrgenommen. Ne? Ja, aber die Gurken im Lager, die brauchen die ja letztendlich, damit sie es verfüttern können. Wahrscheinlich sind das doch zu viele. Ne? Ich würde die jetzt mal nicht verkaufen. Wenn sie weg sind, sind sie weg, dann werden neue gekauft. So dramatisch ist das ja jetzt nicht. Alles gut. Okay, ich wollte aber mal ganz kurz schauen, nochmal hier drauf, wegen der Schulung, was denn da noch möglich wäre. Das wollen wir nebenbei ja noch auch alles tun. Laut Kampagne können wir ja nicht alles tun. Schalte die Logistikgebäude frei, das wäre es nämlich zum Beispiel. Das würde ich natürlich sehr gern tun. Wir haben auch alle Anforderungen erfüllt, aber wir dürfen es nicht. Das liegt anscheinend an der Kampagne. Dann gucken wir nochmal hier durch. Hier wäre nochmal Training in Personalverwaltung 2. Kostet 15.000. Das lass uns doch da mal schulen. Kann uns auf jeden Fall noch helfen. Können wir nämlich mehr Mitarbeiter einstellen. Irgendwann wird es soweit sein. Und der Rest ist noch nicht frei. Okay, gut. Dann müssen wir jetzt weiter gucken, bis wir den Reis verkauft haben. Ich denke, dann wird uns Tante Gin auch wieder sagen, was wir Neues zu tun haben. 800 sind hier nochmal draußen. Haben wir noch irgendwas anderes? Wir stellen ja auch noch andere Dinge her. Hier haben wir momentan hier diese Kürbissetzlinge. Genau, die stellen wir her. Die habe ich gerade auch schon gesehen. Die können wir nämlich 140 auch verkaufen für 7,9. Muss ja auch wieder Geld reinkommen. Der Kürbis an sich, der wird ja erstmal da gebraucht. Würde ich erstmal lassen. Wir haben aber noch Tee hier. Schau mal, der ist der Preis auch sehr hoch. Den hatten wir ja auch schon geerntet. 28.000. Raus damit. Hier ist nochmal neuer Reis. Also auch raus damit, sobald es da ist. Und die hatten wir ja mal, die Mandarinensetzlinge. Da hatten wir ja irgendwas von der Oma geschenkt bekommen, kann ich mich erinnern. Ne? Da würde ich jetzt erstmal die Pfoten von lassen. Nicht, dass da irgendwie, dass ich das gleich nochmal brauche. So, und die Gülle übrigens, die kann man ja auch nach und nach oder den Mist verkaufen. Wir können aber auch sagen, dass wir das umstellen und nicht mehr den Dünger benutzen, sondern eben dort zum Beispiel den Mist benutzen. Ich überlege jetzt gerade mal, wäre gut hier bei dieser Geschichte, wo wir Bio herstellen. Ach, haben wir schon eingestellt. Na gut. Den hatten wir, glaube ich, irgendwie auch geschenkt gekriegt oder sowas, ne? Kann ich mich auch noch so ganz grob erinnern. Ja, dann lass uns das doch da oben machen mit dem Mist. Dann ist er auch weg. Der Mist war es jetzt, den wir haben, ne? Ja, Mist haben wir zur Verfügung. Gut. Dann, wie gesagt, müssen wir weiter immer wieder schauen, wie viel Reis rankommt. Da sind 4.800, das dauert. Da hätten wir jetzt ein Logistikgebäude, dann ging es natürlich schneller. Aber da müssen wir uns jetzt ein bisschen gedulden. Die Regenzeit ist da. Die Schulung ist gleich durch. Da ist der Kürbis, geht zur Neige. Okay, wie lange ist der noch? Oh, 704. Dann würde ich den Kürbis mal verkaufen, ganz schnell.
nämlich mal ganz grob 800. Ups. Für 3,9. Raus damit. Da ist schon wieder Reis gekommen. 800. Wie viel haben wir jetzt da mittlerweile erreicht an unserem Ziel? 6.800. Es fehlen noch gut etwas mehr über 3.000. Sehr schön. Ja, es ist ein schönes Spiel, definitiv. Da war ja das Thema, ne? Ob Ela sich überlegte, anzufangen oder nicht. Also es macht auf jeden Fall Spaß. Man muss sich aber wirklich reinfuchsen und so Sachen wie diese Ressourcenbestellung. Ich weiß, da habe ich schon am Anfang, habe ich das schon nicht so ganz gecheckt. Und was muss eigentlich ins Lager rein und was kann wo gelagert werden? Ne? Kühlung kann man dazu schalten, das Lager größer machen und so weiter. Na, aber wir sind ja hier ein bisschen gehemmt durch diese Kampagne auch. Also von daher ist das schon gut. 3.200, hier kommen nochmal 400. Das geht hier kleckerweise. Da kommen aber dann die nächsten 400. Wir kommen so. Was haben wir eigentlich an Geld aktuell? Wir haben 192.000. Kann mir auch immer ganz schön raus drauf gucken, was wir hier so einnehmen im Monat, in der Woche. Ne? Da ist jetzt hauptsächlich hier immer diesen Reis, aber auch, ja doch, es war da auch der Reis und die Kürbis. Ne? Tageseinnahmen, die Monateinnahmen und die Jahreseinnahmen, die jetzt so langsam wieder nach oben gehen. Also ich finde das immer auf Monat ganz gut gestellt. Sieht man auch die Bilanz zum vorherigen Geschichtchen. Also sind wir noch ganz gut auf dem grünen Bereich, würde ich mal sagen. Kommen wir gut mit hin. Es wäre nur schön, wenn das jetzt hier schneller ginge. Es gibt doch jetzt nichts anderes zu tun, ne? Das ist das Blöde. 77% sind fertig. Ich meine, ich könnte jetzt sagen, was läuft da? Habe ich den Kürbis schon wieder? Den Kürbis schon wieder in der Hand. Ja, 145, aber die anderen da auch. Lass uns mal... ...900 verkaufen. Zack. Und hier haben wir 800 Reis. Sehr schön. Ja, ich möchte jetzt nichts anderes anfangen. Nicht, dass die irgendwie gleich schreien und so und sagen, wir brauchen dieses und jenes. Wir haben übrigens auch noch Stroh, das wir noch verkaufen können. Konnten wir Stroh irgendwie bei denen... Ach, guck mal, die können wir... Ja, können wir auch anklicken, dass die Stroh mit benutzen. Das wäre ja auch gar nicht so doof, wenn wir den sowieso selbst herstellen. Dann kann der ja genutzt werden. Die Frage ist jetzt hier wieder die Ressourcenbestellung. Ist das in der Scheune? Mal ganz kurz gucken. Da ist das Lager, da ist der Stroh. Der Stroh ist nämlich momentan im Haus des Entwicklers, sage ich schon wieder. In unserem Haus. Deswegen glaube ich, dass wir jetzt erstmal hier wieder sagen müssen, Stroh muss da sein. Ich sage jetzt einfach mal 500. Und es müsste jetzt gleich Lager 1, die Gurke geht zu Neide. Das Thema hatten wir schon mal. Aber dann haben wir hier natürlich die 100% erreicht. Könnten rein theoretisch auch sagen, wir nehmen die Gurke nicht mehr, weil die so schnell ablaufen. Dann sind wir wieder bei 90%. Aber gut, lass uns das ruhig mal so lassen. Müsste also funzen jetzt. Ansonsten können wir natürlich auch gern von dem Stroh noch was verkaufen, wenn es nachher zu viel wird. Hier sind ja schon sehr viele. Wenn wir zum Beispiel 5000 mal rausputzen, würde ich sagen. Bringt uns auch 750 Euro. Wichtig ist aber der Reis. Da sind wir schon wieder bei 800. Und haben wir es doch gleich geschafft, liebe Leute. Es sind nämlich nur noch 800 Kilo, noch nicht mal 800 Kilo. Haben wir es gleich geschafft und dann bin ich mal gespannt, ob wir in Kapitel 2 kommen oder ob Tante Jin noch was in diesem Kapitel von uns hat. Aber da das das erste Ziel war, kann ich mir vorstellen, dass es dann ins nächste Kapitelchen geht. Die Gurke. Die Gurke ist okay. Ach so, was ist da befallen? Da gucke ich auch nicht immer so hin. Hier, das einmal. Da müssen wir natürlich dann spritzi-spritzi machen. Ah, sind schon fleißige Helferchen hier, ne? Wann sind die Bananen denn mal fertig? 174 Tage. Und das gleiche ist ja auch mit den Bambussprossen. Die haben wir hingestellt, weil wir es mussten, aber haben wir noch nichts von gehabt, ne? Biotee ist geerntet. Sehr schön. Auch der muss natürlich rübergeschleppt werden. Und wir gehen aber nochmal auf 600. Ah, fehlt noch. 300 fehlen noch. Come on, Murray. Mit der nächsten Bestellung können wir es rausjagen. Die können wir aber nochmal mit rausgeben. 3,7. Und jetzt dürften rein theoretisch nur noch so rund 200 fehlen. Noch nicht mal. 108. 108 Kilo fehlen noch. Wird schon gleich geliefert. Da ist der Biotee übrigens angekommen. Auch der ist wieder mit 12.000 ja sehr schön dabei.
kann man da stehen bleiben, ne, wenn es verkauft. Aber bitte priorisiert erstmal den Reis, denn da wollen wir jetzt weitermachen. Machen wir jetzt noch mehr Tee. Ah ne, der ist noch unterwegs, natürlich. So, da ist doch der Reis, den wir brauchen. Zack, verkauft und Tante Jin ist mit uns zufrieden. Sehr schön. Herzlichen Glückwunsch. Unsere Gemeinde gewährt dem Bauernhof einen Zuschuss von 100.000 Geld. Farmgeld. Ich hoffe, dass dein wachsender Hof unsere Region wieder auf die Beine hilft. Sehr schön. Ja, und dann gibt es das nächste Kapitel. Tradition und Technologie. Da geht es jetzt hier im fernen China weiter. Und zwar, wenn dein Hof wächst, machen die Baufirmen mehr Angebote, damit du neuartige Gebäude errichten kannst. Du hast gerade ein Angebot erhalten, das Haus deines Besitzers zu modernisieren. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, dass es so aussieht, als würden wir einen Einbruch der Wirtschaft erleben. Hoffen wir, dass es gut ausgeht. Wenn du so schnell weiterbaust, wird bald dein Land, ja, ich glaube, wir haben dich schon gebaut habe, ne? Deswegen sind wir mit dem Ziel schon durch, oder? Das wollte sie bestimmt mit uns. Und jetzt dürfen wir auch grillen mit Nachbarn, guck mal. Also nochmal, wenn du so schnell weiterbaust, wird bald das Land für neue Felder knapp. Es ist Zeit für die Grillparty in der Nachbarschaft. Mit einer Grillparty machst du bei den Nachbarn beliebt und kannst sie dazu animieren, dir ein Stück Land zu verkaufen. Sehr schön. Seht ihr, da wollte ich doch so schnell damals schon weitermachen, aber das muss alles nach und nach passieren. Ich glaube, das war ganz hinten bei allgemein. Ja, Grillen mit Nachbarn, das sollen wir jetzt machen für 5000 Öcken und dann geht's weiter. Währenddessen müssen wir natürlich nochmal darauf achten, was uns hier vielleicht noch rausläuft. Beziehungsweise können wir natürlich auch weiterhin verkaufen. Ich glaube, das ist trotzdem erlaubt. Hier ist der Tee schon da, den verkaufen wir raus. Hier haben wir 1200 Reis mittlerweile wieder da. Nochmal die Kürbissetzlinge, dann sind es nochmal 25.000. Mit dem Zuschuss sind wir schon wieder bei knapp 300.000. Und die Schulung ist jetzt auch vorbei. Ja, das ist eben das Ding einer Kampagne. Da muss man immer ab und zu mal ein bisschen warten, bevor man da weitermacht. Aber Schulung beendet. Um deine Nachbarn zu beeindrucken, solltest du den Hof auch optisch ansprechender gestalten. Kaufe 10 Dekorationen, um zu zeigen, dass du gut im Geschäft bist und dir Blumen, Skulpturen und dekorative Zäune leisten kannst. Okay, jetzt müssen wir dekorieren. Ich breche zusammen. Wir hatten ja hier schon dekoriert. Das hat nicht auch schon als Ziel? Nee, leider nicht. Wir hatten ja hier schon diese Bäumchen gesetzt, kann ich mich erinnern. Und das ist ja auch ganz wichtig. Hier konnten wir sowieso nichts hinsetzen. Da wollen wir hier mal so einen kleinen Park machen. Das Haus passte nicht mehr, aber so ein Haus passte, glaube ich, noch. Ne? Oder wir machen hier hinter. Da passt definitiv nichts. Machen hier hinter was. Ich teste das aber mal eben. Mit dem Saisonarbeiter, da würde, glaube ich, noch ein Haus hinpassen. Ja, knackig. Nee, passt doch nicht. Wie viel braucht der? Siehst du, der ist zwar hier weiß, aber muss mal eben kurz hier raus. Na, ich meine, weil es rot angezeichnet geht es nicht. Ich gehe noch mal ganz kurz drauf. Was brauchte der? Zweimal, ah, das war feste hier. 3x2. Siehst du, wir haben nur, das ist 3x2. Müsste rein theoretisch passen. Wir lassen es mal frei und machen den Garten oder die Dekoration hier hin. Und zwar, wo waren Dekorationen? Hier vorne. Wir haben auch von Zäune gesprochen. Das sind ja hier diese typischen Asia-Zäune. Die würde ich jetzt mal auf jeden Fall hier so reinsetzen. Den lassen wir mal so offen. Gehen nochmal gucken, was wir sonst noch so haben. Hier so ein Tiger oder was das ist, der muss da auf jeden Fall hin. Löwe ist es wahrscheinlich. Den kann ich auch drehen. Den setzen wir hier mal zum Einsteigen sozusagen. Dass man das jetzt nicht hier betonieren kann. Ich weiß, ist jetzt ein Bauernspiel, ne? Das finde ich ein bisschen schade. Die anderen Sachen, die sind irgendwie alles so nicht asiatisch, außer hier unsere berühmten Pflanzen wieder. Dann setzen wir da auch nochmal 2. Wie viel haben wir jetzt? 7. Noch 3 Sachen wollen sie von uns gesetzt haben. Ja, wir können ja mittendrin nochmal die normalen Bäume, die stehen sowieso noch drumherum. Die könnte ich mir jetzt nochmal vorstellen, dass wir die hier noch reinmachen. Hier so 1. Ah, ne, darf gar nicht. Ist zu klein. Okay. Okay, okay, okay. Ja, dann müssen es nochmal 2 so kleine sein. Komm, die kriegen wir ja auf jeden Fall noch hier rein. Dann machen wir die jetzt noch hier in 4er-Variante. Sehr schön. Haben wir das geschafft? Auch 1 fehlt immer noch. Also ein 5er ist jetzt aber blöd. Dann lass uns noch woanders irgendwo einen Baum hinsetzen. Konnten wir nicht auch in dem Haus des Entwicklers selbst? Ich muss übrigens immer mal wieder nach den Sachen gucken. Und Zwiebeln. Na, jetzt müssen wir mal kurz Pause machen. Wir machen mal kurz Pause, ich muss mir die Sachen angucken, aber die Dekoration machen wir jetzt noch zu Ende. Konnten wir nicht hier mittendrin auch was setzen? Sehst du. Dann sieht es doch gut aus. Dann machen wir aber jetzt hier 2. Auch wenn wir es nicht mehr müssen. Deine Nachbarn sind beeindruckt. Pass nun auf deinen Hof auf
um sicherzustellen, dass alles gut funktioniert, und absolviere die Schulung Logistik im großen Maßstab. Okay. Dann suchen wir uns die mal. Und dann gucken wir mal, was hier für Problemchen sind. Logistik im großen Maßstab. Das wird bei Logistik wohl sein, oder nicht? Ist das Logistik? Jetzt bin ich gerade verwirrt, weil es da nicht ist. Fortgeschrittene Logistikausbildung steht jetzt hier wiederum. Siehste, dann ist es doch die. Hätte mich jetzt gewundert, wenn es nicht da ist. So, gut. Das, was Tante Jin will, machen wir. Jetzt gucken wir mal hier. Nicht genügend Kapazität für die Zwiebel. Du brauchst 751 zusätzlichen Platz im Lagerhaus. Okay. Wir haben das Lagerhaus hier. Da haben wir keine Ressourcen eingesetzt. Die müssten wir dann... Nee, das ist ja gar nicht das Lager. Doch, das ist das Lager. Oder sind die Zwiebeln jetzt... Sind die überhaupt schon geerntet? Muss ich mal eben kurz gucken. Anzeigen. Da unten sind wir. Bereit für die Ernte. So, okay. Und das Lagerhaus würde dann da bereitstehen. Verfügbar. Alle. So, wo ist jetzt die Zwiebel? Ah ne, wir können das ja hier unten drüber machen. Da können wir es nämlich auch suchen. Ich wollte gerade sagen, das haben wir doch schon mal anders gemacht. Zwiebel. Und verfügbar. Dann ist nämlich das wieder da drinnen. Also, jetzt würden die hier im Lagerhaus, die wir sagen ja, und da ist es wiederum richtig, ihr sollt das Zeug zum Lager bringen. Allerdings, wenn wir es zum Lager bringen, lagern wir es ja ein und müssen es für irgendwas benutzen. Wir wollen es ja letztendlich im Haus in unserem Haus haben, damit wir es verkaufen können. Ja, also von daher, das wäre jetzt wieder die Geschichte, dass ich eigentlich sage, ist jetzt nicht richtig, ne? Ich gebe mal Folgendes. Wir machen jetzt mal die 751, die hier gefordert sind, die machen wir jetzt mal hier rein als Ressourcenbestellung. So. Und dann gucken wir mal weiter, was da passiert. Da müssen wir uns nochmal rantasten. Eigentlich möchte ich sie hier haben, damit ich sie verkaufen kann. Und hier muss ich ja nichts bestellen. Hier kommt ja alles hin, ne? Also, lassen wir gleich mal durchlaufen. Hier fällt noch, ist der Kürbis noch mal raus. Und hier ist auch Gurke und Kürbis. Na gut, den Kürbis aus dem Lager können wir jetzt erstmal nicht retten. Aber den anderen Kürbis, den retten wir noch mal gern. Gucke ich mir ja mal gern vorne vorher an, wie viel da von abläuft. Wo ist er? Da ist er. 200, 400, 450 können wir jetzt schon verkaufen. Falsch, hier. 450 Kürbisse verkaufen wir. Und das ist auch wichtig zu wissen. Der nimmt immer den Kürbis, der am ehesten abläuft. Auch wichtig zu wissen. Den Tee hauen wir nochmal mit raus, die Setzlinge hauen wir mit raus, Reis ist gerade noch nicht angekommen, doch da, 2,8, ist gerade umgeschwenkt. Dann haben wir insgesamt nochmal 34.000 verdient und können wieder starten. Und gucken mal, was da jetzt passiert. Die Schulung dauert, 10 Tage, dann ist gut. Der Kürbis ist hier geerntet, die Logistikausbildung müssen wir machen. Und konnten wir jetzt nicht durch die Geschichte mit dem Grillen eigentlich schon das Gebäude vererweitern, also das mehr Land kaufen? Ja, war schon möglich. Aber bin ich jetzt auch mal vorsichtig, ob sie das gleich von uns verlangt. Aktuell brauchen wir ja keinen Platz. Könnt ihr euch erinnern, wir brauchten für dieses Feld Platz. Und das ist jetzt natürlich auch doof. Wenn wir das mal ernten, muss ich darauf achten. Das möchte ich da oben nicht haben. Das müssen wir dann abreißen, bevor die wir das Neues hinmachen. Denn da oben wollen wir nachher auch mit Produktion starten. Das ist auf jeden Fall Fakt. Jetzt braucht der 89 Platz, sagt er hier. Und sind hier immer noch die 700 so und so. Ja. Schauen wir mal, ob da schon was hingebracht wurde. Noch nicht. Sind denn hier schon Zwiebeln angekommen? Nein. Wir können auch keine Zwiebeln verkaufen. Aber die müssen natürlich dafür erstmal im Haus sein. Aber da möchte ich sie ja gerade haben. Immer noch einiges an Reis unterwegs. Stand denn da schon, dass da Zwiebeln unterwegs sind? Das hatte ich jetzt gar nicht geguckt. Nee. 5400 Reis ist noch unterwegs. Also, diese Logistikzentren braucht man dringend. Sind die denn, was haben wir jetzt gerade in der Schulung? Da, das ist ja das, was wir brauchen, damit wir die Logistikgebäude haben. Ja, wunderbar. Dann geht es auch alles schneller, das kann ich versprechen. Nicht genügend Ressourcen, Zwiebeln. Also, ich sage ja, manchmal zweifle ich ja an mir selbst, ob ich da irgendwas nicht verstehe, aber
Sei es wie es sei. Erfolg. So, wir haben geschult. Du hast Oma Tai inspiriert und sie möchte nun ihren Hof ausbauen. Sie denkt darüber nach, Pflaumenbäume zu pflanzen und sie möchte sie in großen Mengen bei jemandem bestellen. Möchtest du dich dem anschließen? Wahrscheinlich wird sie ein Geschenk aus ihrem Garten beifügen. Ich würde, natürlich. Die Pflaumenblüte blüht auch im Winter. Ganz ruhig. Die Pflaumenblüte blüht auch im Winter. Das ist ja schon ein Satz. Sag den 10-mal hintereinander und du bist mein Held. Sie ist ein Symbol für Belastbarkeit und Ausdauer. Passt doch ganz gut in unsere heutige Zeit. Oder kaufe 650 junge Pflanzentriebe. Jetzt machen wir mal wieder ein bisschen langsamer, weil irgendwie habe ich die Panik, hier ist irgendwas nicht in Ordnung. Also 650 Pflanzensetzlinge. Dann gehen wir auf den Markt, auf Kaufen. Nicht übrigens Pflanzen, sondern Pflaumen. So. Pflaumensetzling und davon brauchen wir 650 Stück, bitte. Für 11.300 Öcken. Sehr schön. Zusammen mit den jungen Pflaumentrieben hast du 200 junge Kirschtriebe von Oma Tai erhalten, die von den Bäumen stammen, die seit Generationen in ihren Gärten wachsen. Für einen ziemlich großen Obstgarten sollte es ausreichen. Die Größe kannst du im Pflanzenhandbuch nachsehen. Okay, wie viel haben wir da? 200 Triebe Kirschen. Dann gehen wir einmal auf den Manager. Pflanzenkompendium. Und suchen jetzt hier die Kirschen. Kirschen. So, und hier steht jetzt, dass wir hier mit dieser Hektargröße 187, und sie wollte ja auch 200 von uns, ne, oder hat uns 200 gegeben. So, 214 wäre das. 187 kriegen wir genau 200 hin. Ne, diese 214. Also 0,336 Hektar. Müssten wir jetzt an neuen Pflanzen Dings machen. Also 0,336. Ich glaube, ich befürchte, ich muss da gleich nochmal rein. Denn wir müssen uns jetzt erstmal überlegen, wohin weiten wir denn jetzt aus? Ich hatte ja vorhin von hier vorne gesprochen, weil wir hier die ganzen Felder haben. Das ist auch grundsätzlich keine schlechte Idee. Auf der anderen Seite haben wir natürlich links und rechts auch noch die Möglichkeit. Und das fände ich jetzt fast sogar noch besser, wenn wir uns das nehmen, weil das an der Straße noch liegt. Ja, da sind die Wege natürlich auch schon ziemlich weit, obwohl wir jetzt bald Logistik machen können. Also können wir jetzt, das wird wahrscheinlich jetzt gleich erledigt sein, ne? Aber wir machen jetzt erstmal Step by Step. Oh Baby. Kennt ihr das Lied noch? Kam gerade ganz spontan. Wo musste ich denn hin? Zum Kauf, zum Haus. Kaufe mehr Land. Und dann würde ich nämlich dieses hier kaufen für 36.000. Zack. Und dann können wir uns jetzt hier mit diesen 0,33 so und so Hektar Feld, sagen wir 0,35, wird wahrscheinlich sowieso nicht perfekt klappen, mit den Pflaumen ausbreiten. Da müssen wir aber jetzt nicht irgendwie Bio oder sowas haben, ne? 200 jungen Kirschentriebe. Ne, ich würde aber trotzdem gern hier noch einen Weg dazwischen machen. Ja. Zack. So, und dann würde ich nämlich dieses 0,33, ich habe es mir nur noch gemerkt, Hektarfeld. Ist es 0,33? Ist das oder 0,033? Weil das wäre ja schon so ein Riesenfeld hier. 52 mal 52. Ich muss das tatsächlich doch nochmal gucken, obwohl ich es mir gemerkt hatte. Kirschen. Nicht 0,0. Also wir brauchen da schon ein bisschen mehr anscheinend. Das muss ein größeres Feld sein. Dann ist aber natürlich die Krux, oder wir brauchen natürlich zwei Felder. Ob wir... 214, das würde reichen. Ob wir dann 52 mal 60 wäre das jetzt zum Beispiel. Ob wir dann ein zweites Feld brauchen. 52 mal 60. Wir können ja nur 52 mal 52 machen. Okay, dann wäre die Frage, und das möchte ich mal vorher nochmal machen, ob wir denn da auch schon was schulen können. Gucken wir mal ganz kurz die Fehler hier durch. Da läuft nämlich schon wieder der Kürbis ab. Machen wir mal in Pause. So, und das, da müssen wir raus. Denn es gibt ja auch verschiedene Feldergrößen. Da muss man ja auch was für schulen. Vielleicht ist das auch Thema. Sind hier Zwiebeln angekommen? Nein. Sind hier Zwiebeln angekommen? Ja, und wie viele? Aber hier kann ich sie nicht verkaufen. Gehen wir gleich nochmal drauf ein. Die Pflaumen sind übrigens auch da. So, wir wollten jetzt hier einmal nach dem Kürbis gucken. Wie viele sind es? 310. Die verkaufen wir mal eben. 310 Kürbisse. Von mir aus auch 400.
Dann kommt noch mal Reis dazu. Die Setzlinge kommen dazu. Und ja, ach, guck mal hier. Jetzt. Die Zwiebeln sind unterwegs zu unserem Haus. Können nicht direkt aus dem Lager verkauft werden. Warte, bis die Logistikbeutel oder das Haus des Winzers des Bauernhof gebracht werden. Also, sie müssen erst ins Lager in dem Fall und werden zurück zum Haus gebracht. Ja, das ist aber bei dem Reis anders. Also, das ist das, was ich nicht so ganz checke. Aber sei es wie es sei, hier steht ja immerhin, dass sie unterwegs sind. Der neue Tee ist auch schon unterwegs. Erstmal haben wir wieder Geld gemacht. Alles gut. Und dann heißt es natürlich jetzt wiederum, dass wir mehr Platz brauchen. Okay, das kann ich jetzt dann verstehen, obwohl ich es gerne direkt dahin hätte. Also nochmal, liebe Leute, wenn ich da wirklich was falsch denke, schreibt es mir nochmal. Aber mit dem Reis haben wir geklärt. Und grundsätzlich sollte das auch hiermit geklärt sein. Ich wollte auch mal gucken, ist jetzt Reis mittlerweile hier drauf? Nee, haben wir ja nicht gesagt. Aber der Reis wird ja automatisch hier hingeliefert. Vielleicht nicht wirklich gleich an den Logistikgebäuden, dass das schneller gehen kann. Ich kann ja dem nochmal sagen, wie viel Platz ist denn hier überhaupt? 30.000, dass wir hier definitiv mal so, ja, wir sind ja schon 6.000 drin. Aha, okay, der würde jetzt sagen, dass 751 hier drin bleiben. Ich glaube, das ist jetzt wiederum so gemeint, ne? Weil der ist ja angekommen, auch wenn ich nur 700 gesagt habe. Also kann das grundsätzlich eigentlich mehr oder weniger raus. Der meckert halt immer nur, weil er nicht so schnell das dahin bringt, ne? Na, ich lasse es jetzt mal da drin. Ist vielleicht auch so eine Erinnerung. So, was wollte ich jetzt tun? Achso, die Feldergröße mal gucken, ob wir das schon schulen dürfen. Wo war das denn bitte schön? Felder. Ne, da dürfen wir noch gar nichts machen. Genau, da ist nämlich die maximale Feldergröße, geht dann auf 0,5, so und so 7. Hast du nicht gesehen. Also heißt das, wir müssen zwei Felder machen für unsere Kirschchen. Ja, welche Größe machen wir denn dann da? Können wir mal gucken, was 100 sind? Wir sollten ja 200 machen, ne? Oder? Ich muss leider nochmal drauf gucken. 200, ja. Dann gucken wir mal bei den Kirschen, was 100 sind. Kirsche. Nicht zu verwechseln mit Kirche. Habe ich früher mal gern anders gesagt. So, zum Beispiel. Da wäre schon zu viel. So, wenn wir jetzt 0,173 Hektar machen würden, dann haben wir die 100. 0,173 Hektar. 0,173. 1. So. Gucken wir mal, dass wir das schön hinkriegen. Nach dahin kriegen wir es nicht hin, dann müssten wir das quasi hier, so müssen wir das machen. Passt mir aber nicht, dann kriegen wir nicht zwei hintereinander. Kriegen wir es auch so hin? Ja, guck mal hier. Och, guck mal, 0173, das ist doch perfekt. Dann machen wir das jetzt und machen den gleichen Schissens nochmal hier hin. Brauchen wir ja keinen Weg dazwischen. Dann haben wir 2 mal 100. Und hier sollen dann jeweils die Kirschen drauf. Kirsche. Sehr schön. Da müssen wir wieder gucken, dass wir auch manuell einstellen, weil so viele Maschinen haben wir noch nicht. Aber ich darf sie auch noch nicht kaufen und ich kann sie ja teilweise noch gar nicht kaufen. Also insofern immer erstmal das einstellen. Und ich würde sagen, bei den Kirschen machen wir jetzt nochmal diesen Mist. Ich glaube, das reicht. Fruchtfolge sollen wir erstmal nicht ändern. Wir sollten die Bespritzung immer rausnehmen. Das war auch immer ein Ziel am Anfang. Aber ich lasse das jetzt mal drin. Das ist schon okay. Und der Rest, was braucht die Kirsche so? 4 bis 35 Grad. Okay, das ist jetzt auch nicht zu ändern. Wäre im Gewächshaus höchstens. 75% Bewässerung, da hat sie 70 bis 80, also andersrum, sie braucht 70, 80, wir haben 75 gewünschten Wert eingegeben. Ich glaube, das ist auch alles immer in Ordnung, was da passt. Und die Sachen, die würden uns jetzt alle fehlen. So ein paar Sachen kann man maschinell ja machen, ein paar eben nicht. Das Gleiche machen wir dann nochmal hier mit. Holen wir uns auch nochmal die Kirsche raus und machen hier auch den Arbeitermodus rein und stellen hier ebenfalls auf Mist. So, dann lasset die Spiele beginnen. Da müsste Tante Jin sich doch gleich melden. Und mit uns zufrieden sein. Was steht hier noch so? Zwiebelthema haben wir gerade erledigt. Da ist der Kürbis geerntet und hier sollen wir die Anweisungen folgen leisten. Und da haben wir doch jetzt eigentlich. Also spricht sie jetzt, übrigens fällt mir jetzt gerade auf, nochmal kurz Pause. Sie spricht zwar hier von den Pflaumentrieben, und wir haben 200 jungen Kirschentriebe geschenkt bekommen. Will sie vielleicht doch Pflaumen bauen, frage ich mich jetzt gerade, weil es nicht weitergeht. Da spricht sie zwar hier nicht mehr von, aber könnte man genauso deuten, fällt mir gerade so auf. Da machen wir mal ein Feld Pflaumen. Wir haben ja wie viel, da wird es natürlich jetzt nicht für reichen, aber okay. Ich will jetzt auch keine 12 Felder Pflaumen machen. Wir machen jetzt, hier, die sind schon, aber die sind ja auch nur am Pflügen.
Denn hier schon welche dran? Nee, ja, hier der. Ist nicht schlimm. Dann machen wir jetzt hier mal die Pflaume. Das hatten wir schon mal bei irgendeiner Geschichte. Wo ich dachte, das war dann nachher besser. Die Einstellungen sind ja grundsätzlich dieselben. Ja, okay. Dann hatte ich das durch dieses Geschenk etwas falsch gedeutet. Ist ja nicht schlimm. Dann werden wir auch die Kirschen... Aber wir können die Kirschen ja trotzdem machen. Oder brauchen wir jetzt irgendwie... So und so viel Pflaumen oder sowas. Jetzt sollen die Sachen gemacht werden mit Logistik. Das ist ja auch gut. Ne, komm, wir haben die Kirschen gekriegt. Dann machen wir jetzt auf dem einen Feld mal Kirschen. Das würde ja quasi für zwei Ernten reichen. Weil wir ja jetzt quasi, ne, 200 und wir haben für 100 da um eingebettelt. Das passt. Gut, macht mal ruhig ein bisschen schneller. Wir gucken mal, was Frau Jin nochmal will. Hast du Probleme mit der blockierten Logistik? Selbst wenn nicht, hoffen wir, dass dir die in Zukunft nicht mehr passiert. Absolviere die Schule moderne Getreidetransportverfahren und errichte ein Logistikgebäude. Moderne Getreideerrichtungsverfahren. So, Produktion, Getreideverarbeitung, ist es das? Dürfen wir aber gar nicht. Die sagt das immer anders, wie es dann hier steht, glaube ich, ne? Siehst du, nämlich moderne Methoden des Erntetransports sollen wir schulen. Moderne Methoden des Erntetransports. Da. Dürfen wir aber noch nicht. Ah, okay. Das ist aber jetzt wahrscheinlich der Grund, weil die Anforderungen fehlen. Du brauchst ein Logistikgebäude, fangen wir so an, und zwei Lager. Aktuell haben wir ja ein Lager hier. Ich würde gerne mal kurz an dieser Hand sehen, ob wir hier die Kirschen und die Pflaumen... Ja, wahrscheinlich die Pflaumen auch. Dann würde ich nämlich sagen, das war das zweite. Pflaumen nicht? Also mit... Ist auch richtig schreiben. Doch, dann würde ich das zweite Lager nämlich eher in diese Richtung hier putzen. Machen wir uns hier gleich nochmal was fertig. Aber als erstes mal unsere heißgeliebten Logistikgebäude, die ja echt so wichtig sind. Sieht aber ein bisschen anders aus, oder meine ich das nur? Na gut. Das sollen wir erstmal errichten. Und deswegen soll ja hier eigentlich das Zeug weg. Wir machen jetzt mal direkt eins hier hin. Ist da irgendwo vorne hinten? Ach, guck mal, hier ist vorne. Könnten wir auch so bauen, sehe ich gerade. Dann sind wir direkt an der Straße. Nee, wird mir aber so besser gefallen. So, 75.000, raus damit. Läuft hier schon wieder irgendwas ab? Nein, aber wir können trotzdem nochmal gucken, dass wir nebenbei ein bisschen Geld verdienen. So, die ersten Zwiebeln sind nämlich angekommen. Schaut mal, für 800 Zwiebeln kriegen wir 1.900. Immerhin. Der Reis geht mit raus. Die Setzlinge gehen raus. Der Tee geht raus. Und der Rest bleibt erstmal, wo er ist. Das sind dann 32.000. Sehr schön. So, mal ein bisschen langsamer. Ich bin gerade ein bisschen überfordert, weil wir müssen ja jetzt auch Leute einstellen. Und diese Schulung sollen wir machen. Dann müssen wir aber auch erstmal ein zweites Lager machen. Aber wir machen erstmal die Mitarbeiter. So. Und zwar, keine Elektrizität. Ja, das ist natürlich das Erste, was wir machen müssen. Gut. Gut, dass ich langsamer gestellt habe. Wir müssen jetzt hier gucken, dass wir hier nochmal so ein Trafo bauen. Das ist aber irgendwie ein bisschen Verschwendung, finde ich gerade. Aber sonst geht es hier ja auch nicht weiter. Wir müssen auch bedenken, dass wir hier hinten auch noch was hinmachen wollen. Und hier kommt ja später auch noch was hin. Also Verschwendung ist relativ. Ich würde es dann mal hier hinsetzen, damit wir mit dem Strom... Können wir überhaupt daher? Wo kommt der Strom denn her? Da. Können wir? Ich war mir nicht mehr sicher, ob wir da einfach hoch. Ja, das können wir. Okay, dann kann ich es auch hoch machen. Wollte ich jetzt gerne nochmal erst testen. Dann würde ich nämlich trotzdem, obwohl es ein bisschen Verschwendung ist, hier hingehen. Oder wir setzen uns direkt dahinter. Dann würden wir ein zweites Logistikgebäude einmal nachher da dran putzen, wenn wir die gekauft haben. Dann würde ich es nämlich mal hier hinsetzen. Zur Not müssen wir es halt nochmal abreißen. Das ist ja jetzt nicht so schwierig. So, das steht. Oder war das gar nicht verbunden dann? Das ging, glaube ich, doch nicht. Ne? Wir mussten nämlich einmal mit dem Ding hier. Und das ist das Blöde, wenn man nicht auf der Höhe ist. Da musste hier dran, um darüber zu gehen. Ne? Ja, jetzt muss ich mal eben kurz ein bisschen fummeln. Ist schon ein bisschen her. Genau, das hat er jetzt wieder weggemacht. Okay. Also was ist ja nicht gekauft. Ab hier ging es jetzt. Aber dann so schräg darüber geht ja nicht, oder? Achso, dann macht das selbst. Okay. Ja, dann macht das erstmal so. Vielleicht werden wir uns danach nochmal anders aufteilen. Ist ja in Ordnung. Die zweite Frage wäre nämlich jetzt die Mitarbeiter. Die sollen ja nicht so lange Wege haben. Deswegen wäre ein Haus für Mitarbeiter, Festangestellte, da hinten eigentlich von Sinn, macht Sinn. Aber wir haben auch welche ja eingestellt damals. Wir mussten ja so viele einstellen.
Lass uns mal bei den Mitarbeitern gucken. Und lass uns das mal sortieren nach Logistik. Das war ja das hier, ne? Stand das hier nicht, dass die das können? Die arbeiten gerade woanders. Der Clemens Jäger zum Beispiel. Versandfähigkeit, okay. Können wir den jetzt vielleicht, den Clemens, testen wir mal, den hier zuweisen? Nee, weil die beschäftigt sind, glaube ich, ne? Ja, dann müssen wir nochmal neue einstellen. Ich meine, Mitarbeiter brauchen wir eh genug. Haben wir noch jemanden, der gerade möchte? Nee, möchte nämlich nicht. Na gut, dann gucken wir derweil mal kurz hier rüber. Die Gurke läuft ab. Ja, das wollen wir ja tun. Und dann können wir ja hier vorne ein Lager ja schon mal machen. Das sollten wir ja auch noch tun. Wie groß war das? Passt das hier wunderschön so ins Eckchen? Ja, sowas mag ich ja. Man könnte jetzt einen Platz lassen, ne? Aber oh, muss man ja nicht. Machen wir auch nicht. Zack, bauen wir jetzt dahin. Bauen wir uns da eine Straße zu. Und hier bauen wir ja die Straßen, die im Prinzip gepflastert sind. Hat das denn jetzt Strom? Könnte jetzt auch gleich ein Problem sein. Wo ist denn unser letzter Strom? Ja, denn das geht noch. Alles gut. So, Lager ist gebaut. Dann lass uns mal gucken, ob Mitarbeiter wieder wollen. Nee. Guck mal, jetzt können wir zuweisen. Eben, warum auch immer. Jetzt müssen wir aber einen finden, wie zum Beispiel der Thorsten Thieme. Den könnten wir hier zuweisen. Der hat nämlich so eine Geschichte. Ah, die dürfen nicht arbeiten, glaube ich, ne? So, aber einer ist jetzt auf jeden Fall schon mal da. Einen zweiten gucken wir gleich im Laufe des Spiels. Und dann fährt jetzt der Thorsten, ist er das? Keine Ahnung, fährt jetzt damit raus und holt uns jetzt schneller die Sachen zum Haus. Jetzt ist nämlich alles sehr gut. So, das haben wir gebaut, das haben wir gebaut. Und jetzt müssen wir diese Schulung machen. Ich glaube, dass wir jetzt das Ganze dürfen. Und das war irgendwo weiter hinten. Moderne Methoden des Erntetransports. War doch das Ding, ne? Jawohl, das war's. Dann schulen wir das. Und sind da doch auch schon wieder weiter. Und dann wird Tante Jen auch wieder mit uns sprechen, oder? Ja, das möchte sie erstmal haben. Aber moderne Getreidetransportverfahren. Also da wird jetzt gleich irgendwas mit Getreide kommen anscheinend. Weil das ist ja allgemein Erntetransport. Das ist ja allgemein gehalten, glaube ich. Gut, haben wir nochmal jemanden hier? Wir gucken nochmal. Ah ja, guck mal, die Ann-Kathrin Heumann. Du bist ja bestimmt auch begeistert, wenn du jetzt da arbeiten darfst. Sehr schön. Dann haben wir schon mal zwei dort. Und man kann aus Erfahrung sagen, dass wir eigentlich auf der anderen Seite schon mal auch noch eins machen sollten. Und das fände ich halt schön, wenn das direkt dann hier dran ist. Ja, das machen wir auch. Da warte ich gar nicht auf Tante Jin. Logistik ist wichtig. Da dürfen wir gar nicht mehr. Guck mal. Nicht genug Geld. Ach so, das ist ja so teuer, ne? Wir haben nur noch 57.000. Wir sind fast pleite. Der Hammer. Dann gucken wir mal, was wir noch verkaufen können. Und zwar, der Tee geht raus. Das geht raus. Die ersten großen Zwiebeln, nämlich 21.000, gehen raus. Guck mal, da kommt doch schon wieder richtig Asche rein. Dann hier unsere schönen Setzlinge gehen raus. Und das war's erstmal. Ja, hier könnten wir vielleicht nochmal wie viel rausputzen? Sagen wir mal 7.500. Dann bleiben wir 5.000 da. 92.000. Und wer sagt jetzt, dass wir kein Geld haben? Aber ich bin jetzt trotzdem mal vorsichtig. Nicht, dass Tante Jin gleich was anderes von uns will. Und dann haben wir dafür kein Geld. Aber sobald genügend Geld da ist, würde ich auf Logistik natürlich immer setzen. Das kann man so sagen. Weltspritze für so und so. Wie viel dürfen wir denn mittlerweile bei den Sachen kaufen? Wie gesagt, da darf man ja noch nicht. Nur der Kastenanhänger, der Flug, also viel ist da wirklich noch nicht. Ja, und dann geht auch das ganze Theater mit den Parkplätzen los. Das ist natürlich dann die nächste Geschichte. So ist es. Schau mal ganz kurz auf die Uhr. Gott, wir haben schon. Die Aufnahme ist schon, bei dem Spiel habe ich die Zeit irgendwie nie im Blick. Ne? Wir machen Folgendes, wir gucken jetzt noch einmal, was Tante Ginny jetzt noch von uns möchte danach, nach der Schulung. Und dann, achso, wir können auch Hackengas geben. Und dann würden wir Feierabend machen. Aber schaut mal, was wir hier an Zwiebeln alles haben. Ne? Die Frage ist, hier wird jetzt wieder Reis geerntet. Ne? Ja, warten wir da auch mal die Ziele ab. Vielleicht brauchen wir die Felder gleich für was anderes. Hier ist aber schön, dass die Kirschen so langsam loslegen, bespritzt werden sie. Hier sind die Pflaumen, die sind auch schon gepflanzt, also obsttechnisch. Und was macht unsere Banane übrigens? 95 Tage noch. Okay.
So, wir sind aber in einem Tag fertig mit der Schulung. Dann spricht die Tante zu uns. Wunderschön, machen wir Pause. Ich empfehle, deinen Hof immer weiter zu vergrößern. Absolviere die Schulung landwirtschaftliche Expansionstechniken. Es wird dir leichter fallen, dich um einige große Felder zu kümmern, als um mehrere kleine. Da sind wir jetzt bei der Vergrößerung der Felder. Okay, das möchte sie jetzt von uns. Wie hieß das Ding? Wie gesagt, immer hier gucken. Landwirtschaftliche Expansionsmethoden. So. Landwirtschaftliche Expansionsmethoden. Genau. Können wir auch schon tun. 10.000 raus. Alles ist gut. Ja, aber gut. Wie gesagt, dann machen wir da beim nächsten Mal weiter. Dann, wenn wir größere Felder machen können, hätte uns jetzt hier geholfen. Aber haben wir jetzt hier zwei kleine. Ist ja auch nicht schlimm, ne? Und da müssen wir mal gucken, wo uns ja die Kampagne hinführt. Also ich kann gar nicht immer sagen, was machen wir beim nächsten Mal, weil das entscheidet diese liebe, nette Dame. In diesem Sinne, ich sage danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und wir haben alle Fehler besprochen. Wenn ich wieder Fehler gemacht habe, rein damit. Aber ihr seht ja jetzt, die Zwiebeln sind angekommen. Also von daher wird das wohl auch alles jetzt seine Richtigkeit haben. Danke fürs Zuschauen, macht's gut, schöne Grüße an alle und bleibt gesund. Ciao, ciao.